Ahoi und herzlich willkommen zurück. Wir spielen die 7. Folge von Nightmares from the Deep, Davy Jones. Schön, dass du auch hier dabei sein möchtest. Der gute Davy, der ist stinksauer, denn wir wissen sein Geheimnis. Vor langer, langer Zeit wurde seine Tochter sehr schwer verletzt und fiel in einen Schlaf. Und er beschützt sie seit jeher. Und er schwor Rache an alle Piraten und an alle anderen Menschen, bis seine Tochter wohl wieder erwacht. Und er sucht auch noch ein Heilmittel, um sie zu erwecken. Und der Alchemist hat wohl ein Mittel erschaffen, um wieder Leben ins Gebein zu bringen. Das hat wohl bei seiner Tochter nicht funktioniert, also hat er seinen Alchemisten in die Minen geschickt. Ja, das ist ein Labor und wir schauen uns ein bisschen um. Ich habe einen Frosch im Hals. Das liegt wahrscheinlich, weil ich einen Kaffee getrunken habe. Das passiert manchmal. Und jetzt muss ich mich erstmal durchräuspern. Während der Arbeit am Erweckungstrank habe ich versehentlich eine aggressive Art von Unkraut geschaffen, die sich auf der gesamten Insel verteilt. Da war mir, ich glaube, irgendwas habe ich. Ich glaube, ich habe diesen Dolch bekommen, um das Unkraut zu vernichten. War das so? Nein, irgendwie noch nicht. Ich kann da nichts machen. Ich hätte gemeint, da kann ich nicht mehr hin. Ja, auch nicht. Jetzt muss ich mal nochmal die Karte schauen. Wo kann ich hin? Hier also. Da muss ich nochmal schauen. Vielleicht kann ich mit dem Dolch hier was machen. Ich kann das wegschneiden. Und kann ein Versteck aushebeln. Jawohl. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich so langsam. Ein Küchenschlüssel. Könnte dazu passen. Die Lieferung für den Palast werden mittels Kran befördert. Wenn die Tür versperrt ist, kannst du den Ersatzschlüssel benutzen. Die rote Schleife zeigt dir, wo du ihn findest. Das haben wir gefunden. Dann können wir also rein in die Küche. Und unsere Tochter muss natürlich maloren. So laut packt. Oh, it didn't work. You know what? Never mind. Let's get out of here anyway. A piece of paper won't hold me, Captain. Oh no. I think it's Davy Jones. He's coming here. We'll escape after he's gone. For now, hide behind the curtain. Corey. Hide, Mom. We'll talk later. I see you've settled in. Good. You can start preparing supper. I'll be taking it in my chambers. Oh, and by the way, if I were you, I wouldn't so much as think of trying to escape. Anywhere you could go, I will find you. So long as the pact stands, your life is mine. You'd best behave, because I can get rid of you any time I so desire. Then, it would be easy to even the score with your mother. Tja, scheint nicht zu funktionieren. Auf jeden Fall hat er sehr guten Appetit, würde ich sagen. Did you hear what he said? I guess my plan was stupid after all. I think canceling the pact really is our only way out of here. Can you do it? Don't worry, I'll figure it out. We're going to be all right. Das werden wir schon schaffen. Oh, es gibt heute abends Ente und eine Pastete und einen guten Wein. Schauen wir uns um. Ach, das ist Kingsmouth. Und nochmal so ein Sammelobjekt. Ich habe diesen Huster immer noch nicht weg. Das ist schrecklich gerade. Das ist Murray. Das ist schön, dass sie das da nochmal mit reinweben. Das können wir auch nochmal mitnehmen, ein Stück Stoff. Gut. Und dann was haben wir denn noch? Ich würde Davy Jones lieber nicht folgen, außer er lässt sich absolut nicht vermeiden. So sollte ich O'Malley finden. Genau, O'Malley ist dieser Alchemist. Okay.
Der olle Davy Jones schützt seine Küchenutensilien aber recht ordentlich. Ja, das wird wahrscheinlich einen Grund haben. Und hier ist unser Wimmelbild. Sehr schön. Ein brennendes Holz. Dörr-Tintenfisch, Knoblauch, Muscheln, Schinken, Hummer, Zwiebel, Butter, Wein, Mais, Kohl und Brot. Wir müssen also unserer Tochter helfen, die Zutaten zu finden, damit Davy Jones sein Abendbrot hat. Brennendes Feuer. Oder brennendes Holz, genau. Das war das Holz. Tomaten, das ist der Hummer. Oh, der Arme, wir befreien ihn wohl. Auch die Muscheln hier. Was haben wir denn noch? Hier war ein Dörr-Tintenfisch. Ich habe mal einfach so draufgeklickt, ne? Ja, der Kohl. Butter könnte hier drin sein. Wir müssen uns Butter selber herstellen. Dann machen wir das auch. Gut, haben wir auch die Butter. Und dann den Wein haben wir auch. Maisbrot. Schinken und Knoblauch. Aber mal. Das ist der Schinken. Den Reddich. Das waren die Zwiebeln. Während ein Mais ist hier. Schauen wir mal weiter. Brot. Hätte es sein können gerade. Da sind Pilze dabei. Wo ist denn das Brot? Ist das ein Fasan oder sind das ein Hase, ein Kaninchen und so? Nee, momentan liege ich falsch die ganze Zeit. Knoblauch. Irgendwie. Da ist er. Nee. Doch, hier. Das war jetzt ein bisschen eine Herausforderung, den Knoblauch zu finden. Spargel? Kommen wir sicherlich nochmal hierher. Brot. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist Fisch. Und das war ein Laib Brot. Brennendes Holz, das nehmen wir mit. Also helfen wir ihr doch nicht. Okay, was ist das? Hier ist eine Lupe. Mit einer quadratischen Linse. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Und hier können wir mal Öl einfließen lassen. Haben wir aber jetzt erstmal nichts, ne? Nee, da können wir noch nichts machen. Ein Buch können wir auch nicht lesen, aber die Pastete sieht sehr lecker aus. Dann gehen wir mal nochmal zur Straße runter. Na, Hundi. Wir müssen dieses Gewächs echt loswerden. Das wuchert hier wirklich arg umeinand. Von umeinand. Dann schauen wir mal. Hier ist auch irgendwas. Ich komme nicht heran. Das ist noch ein Puzzleteil. Da ist doch nur einiges zu erforschen. Ne, da kann ich nichts machen. Komme ich daran? Nö, das sieht nicht so nach aus. Aber du wärst noch ein Freund. Oh, süß. Er blustert sich wieder auf. Süß. Was ist das? Ach. Noch eine. Oh, niedlich. Aber das können wir mal mitnehmen. Das haben wir jetzt leider nicht. Schade, aber vielleicht können wir dieses kleine Gewächs vielleicht mit Feuer beehren. Schauen wir mal. Auch immer noch nicht. Ugh. Das tut weh. Das geht einfach und klappt nicht. Dann machen wir das hier. Dieses erste Rätsel wieder für heute. Boah, verschiebe den Teil des Schlüssels, bis es dem Schloss entspricht. Du kannst zwischen den Schloss und Schlüssel wechseln. Aha. Nein, nein. Sonst muss ich so drehen, oder? Oh, nö. Oder? Das dreht sich. Oh, da dreht sich viel. Okay. Muss ich mal überlegen, wie soll das denn aussehen? So.
Aha. Ich muss mir noch überlegen. Weil das ist doch hier so eine Ausbuchtung. Dann schauen wir mal. Oder ist das da schon? Das da? Ja, das muss ich jetzt nur bloß richtig verstehen. Das ist das eine. Na, ja, weil das ist ja links und rechts. Ich orientiere mich eher an diesen Teilen eher. Aber hier haben wir eigentlich nichts, sondern erst hier. Ich würde eher so sagen. Ups. Warte mal. Irgendwo muss ich jetzt mal anfangen. Okay, der dreht sich hier mit. Der dreht sich alleine. Und der dreht sich auch alleine. Dann. Letzten Endes. Ach, das ist schwierig, weil ich jetzt irgendwie nicht weiß. Soll es so aussehen dann? Ich orientiere mich mal an die Mitte. Das müsste jetzt so ungefähr die Mitte sein, ne? Würde ich mal sagen. Und gibt's davon? Ich kann mich da schlecht irgendwie orientieren, wenn das wirklich mittig sein soll. Gibt es halt natürlich auch noch den hier. Ich weiß, dass ich es wahrscheinlich falsch lese irgendwie. Aber ich versuche es jetzt mal. Weil das ist alles hier ein bisschen braun. Oder bräunlich. So. Ich orientiere mich jetzt einfach nur an der Farbe. Weißt du? Aber das schließt mit dem hier nicht ganz auf. Da werde ich jetzt ganz lang sitzen. Weil es wird nicht passen. Was passt mit dem hier denn? So vielleicht? Mir sagt das halt hier nicht sehr viel, weil es soll so aussehen. So könnte, man könnte es so nehmen. Schauen wir mal, gibt es das nochmal irgendwie so, ne? So, vielleicht, was da? Ah, und das ist dieses Mittelteil. Kann ich wenigstens ein bisschen. Das dreht sich hier. Und hier brauche ich wieder so was ähnliches. Gut. Ich orientiere mich jetzt ein bisschen daran. Und da hat sich das auch. Oh, das hat sich auch verschoben. So. Ich
könnte mir vorstellen, dass man es so machen könnte. Das ist es nicht, oder? Das ist der Hohlraum. Obwohl das besser so aussehen müsste. Könnte ich auch mal probieren. Ja, aber dann schaut es da unten. Ist das eine Kante? Also ich glaube schon, dass das besser aussieht, weil das ist hier drinnen. So, das ist schon war halt so. Ha. Das ist hier eine Aussparung. Hier ja eigentlich auch. Oder ist die kürzer? Ich glaube, es könnte auch das sein. Das muss ich echt ausprobieren. Ja, es ist so kürzer. Mit Geduld und Spucke kriegen wir es hin, aber man muss es erstmal schauen. Jetzt überlege ich das, ob ich das hier, ob das hier wieder richtig sein könnte. Na. Das ist kürzer. Was ist es denn jetzt? Okay. Ja, das ist es dann aber auch nicht. Oh. Ich komme mit dem nicht ganz zurecht. So wie das hier abgebildet ist. Komme ich überhaupt nicht zurecht. Weil das da ist jetzt praktisch die Mitte. Und das müsste eigentlich ausgestanzt sein. Also das müsste praktisch so sein. Ah, das ist ausgestanzt. Dann schaut das auch so aus. Und das hier auch. Das da. Und das da ist auch ausgestanzt. So. Nein, eigentlich nicht. Ja, nee, ich bin da echt schwierig, finde ich das. Weil das ist ja das, die Mitte, die haben wir jetzt hat ganz gut und das müsste ja auch so reingehen. Müsste aber so sein. Ja, rein theoretisch hätte ich gesagt, ja. Und dann macht er das wieder. War ja ich schon gerade vorhin. Und dann wir so weit. Aber dann ist das hier unten. Das will ich, oder? Doch. Das ist ja doch richtig. Doch, das ist hier unten. Und dann hier. Aber das ist hier länglicher. Gerade. Wie schaut es aus?
So. Und dann nochmal so. Ich war das so. So, der da war das, oder? Nee. Wo ist denn der andere jetzt? Achso, das ist, hat sich ja verdreht. Oh. Boah, da sitzt sie auch lang, Dodo. Oi, 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 oi. Muss ich nur bloß das hier irgendwie finden. Das ist dann hier die, diese Auswuchtung. Ich glaube, dass es das wäre wahrscheinlich. So. Ja. Es gibt's nicht, aber das ist nicht so einfach zum Sehen gewesen. Uiuiuiui. Aber geschafft. Und es ist ja nicht wichtig, ein Rätsel schnell zu machen, sondern es dann doch zu lösen, dran zu bleiben. Jetzt haben wir aber einen großen Topf. Brennendes Holztuch. Wenn man überlegen kann, hier was tun. Und hinter dem Palast kann ich auch was tun. Kann ich das hier oder mit dem Messer dann reinstechen? Ja, kann ich. Und ein paar Sachen rausholen. Ein Stern. Na super. Aber das ist ein Wasserhahn. So brauche ich mal ein bisschen Hilfe, weil... Weil das ist ja Wahnsinn. Gewesen jetzt gerade. Kann man hier Wasser reinlaufen lassen. Mal sehen, was wir da bekommen werden. So, selbst das Wasserbecken in der Villa ist absurd opulent. Kann ich das verstopfen? Nee. Achso, natürlich. Wasser holen. Wie konnte ich das vergessen? Dann schauen wir mal, vielleicht können wir hier auffüllen. Das kommt mir jetzt so gerade so ein Gedanke. Einen Griff kriegen wir. Warte mal, ich habe jetzt hier noch... Da ist noch eine Karte übrigens. 4 von 10. Mal sehen. Ob ich noch irgendwas sehe? Ich glaube, ich habe nichts gesehen, außer das hier. Ist auf jeden Fall weggegangen. Ein Türknauf. So weiß ich jetzt nicht. Ich sehe nichts. Aber da geht's zur Mine. Und da brauchen wir den Türgriff. Holen wir. Ach, ein Wimmelbild. Das machen wir jetzt noch, weil ich eh so viel Zeit verloren habe. Ein Eichhörnchen dürfen wir mitnehmen. Gartengabel, Gartenplane, Heidekraut, Garnspule, Hufeisen, Besenvogel, eine Büste, Säule, Vase und Korb. Termiten. Mal schauen. Hier haben wir einmal eine Garnspule, ein Hufeisen. Müssen wir mal aber genau gucken. Das ist nämlich das süße, putzige Eichhörnchen. In die Hosentasche sofort wolligen. Ich hau jetzt ab. Das reicht mir schon. Ich brauche nichts mehr, zum Glück. Heidekraut, ne? Ja, Kraut. Vielleicht das hier. Was bist du? Ein Vogel und eine Vase. Da. Da, das ist der Vogel. Da piept's in der Hosentasche. Die Vase ist mit dicken Reben bedeckt. Und das wollte ich jetzt gar nicht. Den Korb wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte ein Messer eigentlich. Ein Messer. Heidekraut. Das ist die Büste. Eine Säule. Ach, da ist sie.
Und dann nehmen wir das mit. Ja, sehr schön. Heidekraut. Ja. Oh, muss ich mich wieder aber konzentrieren. Das ist aber... Säule Besen. Aber es hilft tatsächlich mal. Na gut, jetzt hat es gerade nicht geholfen. Ein Besen. Es kann aber so ein ganz kleiner Besen sein. Also die Wimmelbilder sind hier auch sehr gut. Aber das Rätsel war jetzt unheimlich knackig. Das will ich nicht so schnell nochmal machen. Das war sehr schwierig für mich. Also, was heißt schwierig? Das will ich doch nicht so lange überziehen. Das ist das Heidekraut gewesen. Und jetzt die Säule. Das ist das Fenster. Ach, nochmal eine Strafe bekommen. Wie kann das sein? Ja, was könnte eine Säule denn sein? Da. Ja, gut. Gut versteckt, jetzt haben wir endlich einen Besen. So, jetzt bedanke ich mich aber fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal, Chroniken offline. The greatest treasure known to man, stowed on a secret island.